So, moin. Heute startet der Tag etwas anders. Und zwar war ich heute Morgen schon um 8 Uhr im Stall, um einzustreuen und so. Und habe noch nichts gegessen und auch noch nichts getrunken. Irgendwie hatte ich keine Lust dazu. Und jetzt muss ich erstmal einkaufen fahren, weil ich genau gar nichts mehr an Obst und Gemüse zu Hause habe. Aber ich werde jetzt erstmal meine Sachen nach Hause bringen, so mich umziehen, eine Einkaufstasche holen und dann mal eben schnell zackig ins Dorf fahren, beziehungsweise nicht Stadt fahren, aber hier, wo ich wohne, ist halt irgendwie alles ein bisschen dörflich. Und mir erstmal ein bisschen Stuff besorgen. Ich werde jetzt schon mal ein bisschen Hirse vorbereiten. Das kann er köcheln im Instant Pot. Das ist das Gute am Instant Pot. Er kocht, während du nicht da bist. Erstmal waschen. Ich habe hier so eine Tasse. Und so wasche ich Amaranth auch. Was ist das hier? Ein Mutterkorn. Ein schwarzes. Ich gebe einfach dann Wasser da rein und lege den Deckel von der Tupperdose so eben da an und dann kippe ich das ab. Moment, vielleicht kann ich euch das zeigen. So ganz eben halt drauflegen und dann ganz leicht öffnen. Minuten. Ich mache das auf Steam, weil da heizt das einfach schneller auf. Also, das ist gerade alles irgendwie anders gelaufen, als ich das wollte. Ich bin nicht direkt einkaufen gefahren, sondern habe vorher noch mein Rad in die Wäscherei, in die Bike Wash Station gebracht, hier im Giant in Düsseldorf. Und dann hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich 2 Stunden warten muss. Und diese 2 Stunden musste ich dann irgendwie überbrücken. Zum Glück war der Bioladen in der Nähe, konnte ich da schon meine ganzen Sachen einkaufen, die ich eh haben wollte. Und dann habe ich noch eine Bekannte getroffen, mich mit der ganz gut unterhalten und habe mich dann da hingesetzt im Bioladen. Da gibt es so eine kleine Sitzecke, wo man auch so essen kann und sich unterhalten kann und so und Kaffee trinken kann. Da habe ich mir dann 3 normale Brötchen gekauft. Die waren echt voll lecker, die Bäckerei in dem Basic ist das, wenn ihr in Düsseldorf seid. Die schmeckten irgendwie so ein bisschen wie Milchbrötchen, fand ich voll interessant. Ja, genau, dann habe ich 3 Stück davon gegessen, habe mich dann noch so ein bisschen durch den DM und durch den Rossmann geschlängelt und mir einfach irgendwie so die Zeit vertrieben. Mein Handy hatte ich natürlich nicht dabei, weil das hier zu Hause war und ein Video hochgeladen hat. Ja, genau, und jetzt habe ich gerade mein Bike wieder abgeholt. Und bin ziemlich nass geworden, weil es gerade so angefangen hat zu regnen. Und jetzt ist wieder blauer Himmel. Top! Jo. Aber zumindest habe ich jetzt fertiges Essen und brauche nicht mehr auf irgendwas warten, sondern kann jetzt direkt was essen. Obwohl es gerade auch nicht so schlimm ist, weil ich habe ja diese 3 Brötchen da gegessen im Bioladen, die echt richtig lecker waren. Also, wenn ich dann nochmal in der Nähe bin, hole ich mir bestimmt noch eins. Ja, und jetzt zeige ich euch mal meinen Einkauf. Ist nicht groß, aber naja. Petersilie, Rotkohl, rote Beete, Möhren, Ingwer, Zwiebel. Die fand ich einfach so süß von der Form. Ich brauchte nicht wirklich eine, aber ich fand sie süß, weil sie so super lang ist. Voll cool. So ein Apfel, so eine Gurke, die fand ich auch cool. Einfach so halt, weil, ne, gegessen wird's eh. Habe ich mir beim DM dann noch Feigen geholt und Amaranth. Juhu, die erste richtige Mahlzeit des Tages. Ich habe die Hirse von heute Morgen mit Petersilie, Ingwer und Gurke getoppt. Und dann habe ich mir hierzu noch eine Möhre gerieben und einen Rotkohl, also so ein bisschen vom Rotkohl mit einem Dressing aus Balsamico-Essig.
Und Sojasauce mit ein paar Sonnenblumenkernen drüber her. Die finde ich eigentlich ziemlich lecker. Und dann habe ich von einem lieben Zuschauer dieses Paket hier geschenkt bekommen. Fütz dich durch die Welt von Sonnentor. So ein Probierpaket. Da sind ganz viele verschiedene Gewürze drin, so was man halt von denen irgendwie bekommen kann. Und da habe ich mir jetzt gerade intuitiv einfach mal das hier rausgegriffen. Nanas Tabouleh. Das besteht aus Pfefferminze, Petersilie, Tomaten, Zitronenschalen, Knoblauch, Kornblumen, Ringelblumen, Zwiebel, Kreuzkümmel und Meersalz. Bin ich mal gespannt. Das werde ich auf jeden Fall jetzt da drüber her tun. Und ich habe noch Lust, ein bisschen Zitronen drüber herzumachen. Spritzt natürlich überall hin. Nur nicht da, wo es hin soll. Finde ich immer total erfrischend. Ich habe mir jetzt nochmal Hirse geholt und da einfach ein bisschen Gewürz drüber hergemacht. Ja, und werde das jetzt so ohne alles wegessen, weil ich einfach keinen Bock habe, gerade was zu schnibbeln. Ich habe mich ein bisschen hingelegt, weil mir irgendwie einfach danach war. Und nebenbei habe ich noch ein Video hochgeladen und Kommentare gemacht und Thumbnails von Videos gemacht und so. Ja, muss ja auch alles irgendwie gemacht werden, ne? Jo, jo. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch was esse. Ich habe noch ein bisschen Bock auf was Süßes, so. Ich meine, das war halt irgendwie nicht super viel. Aber naja, mal gucken. Ich habe auch keinen Bock mehr zu kochen. Das ist gerade so die Sache. So, jetzt gibt es noch ein paar Feigi-Feigis. Ich habe keine Ahnung, wie viele ich essen werde, aber ich weiß, sie riechen gerade verdammt gut. Ja, ich habe meine Schlafmaske auf. Und es ist die erste Nacht, die ich sie ausprobieren werde. Eine gute Möglichkeit, um rauszufinden, ob man Hunger hat oder nicht, ist, wenn man so, was ich an einem Tag esse, Videos guckt. Alleine, wenn man das sieht, dass andere Leute Frucht essen oder irgendwelche leckeren Mahlzeiten essen und man hat da irgendein Gefühl zu, ja, nur irgendeine Gefühlsregung von wegen, oh ja, das sieht lecker aus. Dann könntest du auf jeden Fall selbst auch noch, ja, Essen gebrauchen, ne? Habe ich gerade halt festgestellt, als ich diese Art von Videos geguckt habe, dass ich mir dachte, cool. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt pennen. Draußen ist es noch hell, ein bisschen. Aber ich habe Lust zu schlafen und es ist vielleicht so halb neun oder sowas. Jo, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.